So sieht man sich wieder. Das ist unsere 6. Begegnung. So sieht man sich wieder. Das ist unsere 5. Begegnung, oder? Ich kann auch langsam zählen, okay? Ach ja, ich wollte dich noch auf etwas hinweisen. Du kannst die Mega-Entwicklungen pro Kampf nur einmal einsetzen. Überlege dir also gut, wenn du bei welchen Pokémon jeder Schurke aufspielen willst. Ja, stimmt eigentlich. Sprich mich einfach an, wenn du zu einem Abenteuer aufbrechen möchtest. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wie viele gibt's denn? Was möchtest du tun? Lass uns aufbrechen. Na sowas. Es ist eine Herausforderungsschreiben für dich gekommen. Anscheinend hat sich deine Stärke als Trainer herumgesprochen und Leute wollen gegen dich kämpfen. Lol. Ich bin berühmt. Der Mann, der dir das Herausforderungsschreiben geschickt hat, müsste hier irgendwo sein. Bereite dich gut vor, Lando. Es handelt sich bei ihm um einen keinen gewöhnlichen Gegner. Oh Gott. Ist es etwa Gott? Ist es Arceus? Eine Nonne? Hä? Ich habe schon viel von dir gehört. Ungeachtet deiner Jugend, bist du in der Lage, die Mega-Entwicklung einzusetzen. Hier an diesem Ort, den kaum jemand je betritt, habe ich gemeinsam mit meinem Pokémon unbeirrt nach Stärke gestrebt. Erlaube mir, meine erlangten Fähigkeiten gegen dich und deine Pokémon auf die Probe zu stellen. Wer ist das denn? Experte Theobald. Oh, schon wie... Oh Gott, der hat 3 Pokémons. Ich bin wieder Fernator. Ach man, das ist kacke. Das ist echt kacke. Eisenodem. Das bringt kaum was. Oh Mann. Aber die Entwicklung will ich jetzt nicht unbedingt einsetzen. Ark! 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 Rar! Logok. Bibi Blubab. Ja, Mega-Entwicklung. Und Flammenwurf. Und jetzt kommt Logoks Mega-Entwicklung. Man konnte ihn ja sogar in XY irgendwie als Event runterladen. Und ich hoffe, es reicht nicht. Alter, du Wichser! Okay, dann machen wir Fauna-Statue. Oder. Nee, Flug! Ja! Schon wieder so hell oder was? Sorry. So, okay, bei Schwalboss. Schwalboss? Schwalboss. Nein. Ja, ich würde das ist so kacke! Mmh.
Wir wechseln mal zu Zumpex. Es ist nicht so ganz scharf, sorry. Warte mal. Boden, Steinhagel. Mal Steinhagel. Okay, bringt kaum was. Ja. Oh, Absol. Arsch, der wird eine Mega-Entwicklung haben, ne? Oh, scheiße, der Zwinger hat der. Mama Aqua, oh, bitte. Wird zwar zurückschrecken, aber komm. Es reicht, yes. Du bist viel stärker als gedacht. Danke. Glückwunsch, du hast gegen einen echten Experten gewonnen. Ich kann dir am Gesicht ablesen, dass du den Sieg davongetragen hast. Dann lass uns nach Mosbach City zurückkehren. Ich könnte diese Szene 1 Million Mal anschauen. Sie ist und bleibt wunderschön. Das hast du gut gemacht, Orlando. Hier heißt es erstmal wieder Abschied nehmen. Ich sag das jetzt, glaube ich, schon 1 Million Mal. Och, Mann. Aber der Trailer alleine ist schon richtig geil. Kannst kaum noch abwarten. Bla bla bla. Du hast dein 5. Abenteuer in der Special-Demo-Version bestanden. Du kannst nun ein Heilball-Set über Pokémon-Niki versenden. Danke fürs Spielen der Special-Version. Der Special-Demo-Version. Du kannst ihn noch weiter nutzen und dich schon darauf freuen, Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir zu spielen, die bald über Nintendo eShop und im Handel erhältlich sein werden. So sieht man sich wieder. Das ist unsere 6. Begegnung. Ich werde dir zum Andenken an unsere Wiedersehen ein paar Heilbälle schenken. Thank you! Sprich mich einfach an, wenn du zu einem Abenteuer aufbrechen möchtest. Ich würde mich darüber sehr freuen. Was möchtest du tun, Orlando? Jupp. Was denn sonst? Es scheint, als hätte sich auf einer nahegelegenen Insel ein Kind verirrt. Wird? Ich möchte, dass du mir hilfst, es zu finden. Was? Das hatten wir doch erst. Hä? Also kann man ihn mehrmals begegnen. Da sagt er irgendwann mal, das ist unsere 100 Milliardenste Begegnung, ne? Oh Gott. Nee. Irgendwo auf dieser Insel muss das arme Kind sein, das sie verirrt hat. Geh und rette es. Nö, das ist nicht anders. Doch, das ist anders. Okay, Ist damit also die Demo-Version leider schon vorbei? Weil das hatten wir schon. Bitte? Komm, ey. Alles klar, dann stürzen wir uns gleich mal in den Kampf. Aua.
Ich habe mit deinem Pokémon-Team auf den Stallpass trainiert und werde dir zeigen, was dabei herausgekommen ist. Wir machen Eisenhoden. Volltreffer. Ey, das ist immer Volltreffer. Ich kapier das nicht. Ich habe mich so angestrengt. Dafür bin ich jetzt umso enttäuschter. Sieht aus wie ein Japaner. Nein! Habt ihr das gesehen, aber im Kopf? Alter, wie geil! Ach komm, leck mich doch, ey. Ja, Mann! So ein Kack! So ein Scheiß! Mann! Kommt nochmal bitte einer. Natürlich nicht! Philippa! Lol? Warum kam der Schrei gerade nicht? Ey, geil! Da ist das Kind. Campen macht einen Riesenspaß! Da kann man angeln, Würstchen braten und einem Lagerfeuer Gruselgeschichten erzählen. Aber das Beste sind natürlich die Pokémon-Kämpfe. La 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 la. Das sind immer die gleichen Pokémons. Schade eigentlich. Also immerhin die Demo-Version. Alter, wenn das Spiel raus ist, Alter, ich würde es mir sofort kaufen. So. Fort. Kein Tag später. Ich will der Erste sein, der es Let's Plays. Okay, das wird wohl eher wie ein Neon Team LPM sein. Let's Play Markus oder Galkind sein. Let's Play Markus und Domtendo. Mein Gott. Puh, das war zu stark für mich. Kindchen, ich komme. Hoppla. Wow, danke, dass du mich gesucht hast. Du hast es gefunden. Sehr gut. Dann lass uns Rückweg antreten. Ja, lass uns Rückweg antreten, genau. Oh Mann. Was der eigentlich Latias und Latias her? Wird es die etwa im Spiel auch geben? Ben, Ben, Ben? Das werden wir am Dezember sehen. Das hast du gut gemacht, Orlando. Hier heißt es erstmal Abschied nehmen. Ein sechstes Mal. Oh Mann. Oh Mann, das wird auch irgendwann mal nervig. Bla bla. Du hast dein sechstes Abenteuer in der Special Demo Version bestanden. In Moosbach City sind neue Personen aufgetaucht. Mach dich auf die Suche nach den Du. Also doch nicht so. Hä? Aber wie viele gibt's denn? Gibt es 1 Million? Also der sagt dann irgendwann mal, oh, wir haben uns jetzt zum 1 Millionsten Mal hier getroffen oder was zur Hölle? Gibt es einfach 5 verschiedene Sachen. Aber sind halt immer verschieden. Halt. 5 richtig verschiedene Sachen, aber sie sind halt gleich. So sieht man sich wieder. Das ist unsere 7. Begegnung. Ja. Sprich mich einfach an, wenn dein Abenteuer beginnen will. Ja. Lass uns aufbrechen. Ich werde mich auf die Suche nach einem Pokémon begeben, das auf einer nahen gelegenen Insel leben soll. Ich möchte, dass du mir das dabei hilfst, Orlando. Aber bitte dann wieder ein Knilz sein. Das wäre dann blöd. Das wäre ein bisschen blöd.
Dann suche bitte nach dem Knorr. Du hast mich gar nicht mal angeguckt. Wir hätten ihn mal angeguckt. Also das muss ich nicht vorlesen, die hat mich schon. Fliegt ja hoch. Balababum. Eisenodem. Na, ach, scheiß dich aber. Oh nein! Mann, ich hätte es fangen können. Captain Brick hat mich damit beauftragt, Seewoge Malvenfroh zu erkunden. Ich bin wohl irgendwo falsch abgebogen und schließlich hier gelandet. Dabei muss ich doch den Scanner finden. Captain Brick, den Kenner von Smaragd LP. Wovon auch bald wieder ein Part kommen wird, hoffentlich. Also aufgenommen habe ich jetzt schon 13 Parts. Jupp, Leute. Aber wie gesagt, die ersten 6, 7, 8 sind irgendwie Fehler drin. Also gibt mir nicht immer diese scheiß Hater-Kommentare. Oh mein Gott, du bist so scheiße. Was ist denn das für ein Mikrofon? Mein Mikrofon war in diesem Part kaputt, okay? In diesem Part kaputt, okay? Meine Fresse, Alter. Haltet eure Klappe und keine Ahnung. Holt jemand anderen an. Oder was mich noch aufregt. Pokémon, was heißt nochmal, unlogische Dinge in Pokémons. Das ist kopiert von, dieser, keine Ahnung, der hat auch hier diese Videos gemacht. Das ist kopiert von, Mann, ich weiß den Namen nicht. Lennificate. Ja, Leute, dann ist da ist jeder Let's Play von Minecraft von Kronk etwa auch kopiert oder was? Haltet eure Klappe, ihr verdammten Hater, okay? Ist ja nicht so, dass ich was ganz anderes sage als der Typ. Mich regen solche Leute sowas von auf, aber richtig. Da bin ich, glaube ich, nie einmal der Einzige. Also wie gesagt, wenn jemand ein Let's Play von Minecraft macht, dann müsste das ja auch kopiert sein. Von Kronk halt. Meine Fresse, ey, das gibt's nicht. Und verloren habe ich auch noch, super. Echt, ohne Kack. Heult jemand anderen an. So, Fauna-Statue. Ab! Könnt mich auch regen! Ich könnte mich so aufregen! Ah, das ist ja. Wir haben es gefunden. Ja, Leute. Ja, würde ich jetzt mal sagen, das wird die letzte Szene bei dieser Demo sein. Ich hoffe, euch hat dieses klitzekleine Let's Playchen gefallen und ich sage, bis bald und ciao. Noch ein letztes Mal der Trailer.